Alexander Klassen aus der Geschäftsstelle der Digitalen Hochschule Nordrhein-Westfalen grüße Sie. Digitalisierung ist ja thematisch ein sehr breites Feld, selbst im Hochschulwesen ist es noch ein sehr breites Feld, was daran liegt, dass digitale Lösungen, digitale Techniken sich in vielerlei Hinsicht anbieten, wenn es um das Thema Weiterentwicklung im Hochschulwesen, um Innovationen im Hochschulwesen geht. Man kann das in Bezug auf Forschung, aber auch auf Lehre oder auch bezogen auf die Verwaltungsprozesse in den Hochschulen tun. Und die Hochschulen haben an vielfachen Thematiken gemerkt, dass es sich anbietet, weil die technischen Voraussetzungen erstmal oder die Möglichkeiten dieselben sind, dass es sich wie kein anderes Thema anbietet, in Kooperation zu treten, um innovative Lösungen zur Anwendung zu bringen, eine möglichst breite Teilhabe dafür zu erzeugen und somit auch gemeinsame Synergien freizumachen für die Weiterentwicklungsthematiken in den Bereichen Lehre, Forschung und Infrastruktur und Management. Dafür braucht es einen Ort, an dem man den offenen Diskurs dazu führen kann, welche Entwicklungsstände in den Hochschulen vorliegen, welche Lösungen auf den Tisch kommen und für die Kooperationspartner attraktiv erscheinen und an dem auch richtig strategische Zielsetzungen gefunden werden können, die dann anschließend auch verfolgt und zur Umsetzung gebracht werden miteinander. Dieser Ort ist in Nordrhein-Westfalen die Digitale Hochschule NRW oder auch kurz DHNRW. Und diese Digitale Hochschule NRW führt den Diskurs in diesen drei eben genannten Handlungsbereichen. Sie finden eine erste Übersicht über die Projekte, über laufende Projekte in den Handlungsbereichen auf dem Internetauftritt dh-nrw.de. Sie können sich aber auch an Verantwortliche Ihres Hauses wenden, die ihre hochschulspezifischen Interessenlagen in diesen Diskurs einbringen, die sogenannten IKM-Verantwortlichen. Auch dazu finden Sie eine Übersicht, wer das jeweils ist, auf unserem Internetauftritt. Und wenn Sie sich darüber hinaus vielleicht sogar selber beteiligen möchten an dem Diskurs, dann merken Sie sich doch mal den 20. November dieses Jahres vor. Da findet die nächste DH-NRW-Strategiekonferenz statt an der Fernuniversität in Hagen. Und da führen wir auch zu diesen drei Handlungsfeldern Lehre, Forschung und Infrastruktur und Management offene Diskursformate, an denen Sie Ihre Bedarfslagen, Ihre Interessen, Ihre Zielsetzungen einbringen können und wir die strategische Weiterentwicklung beim Thema digitales Hochschulwesen gemeinsam vorantreiben wollen. Mich würde es freuen, wenn Sie sich für dieses Thema begeistern und dabei bleiben. Schöne Grüße aus dem Learning Lab der Uni Duisburg-Essen.